Hallo und willkommen zurück zu Late Shift Control Movie. Es ist jetzt der dritte Durchlauf, den wir jetzt machen. Leider gab es beim zweiten Durchlauf Fehler von mir, weshalb es überhaupt keinen Ton gab. Tut mir leid, bei der Aufnahme habe ich halt gepatzt. Aber jetzt habe ich wirklich aufgepasst, dass der dritte Durchlauf durchläuft. Und der... Ja, ja, ich weiß, was du sagst. Eines größeren Ganzen. Harmonie? Okay, ich bin jetzt ruhig am Anfang. Up close, with eyes open, I see no evidence of any spiritual choreographer at work. No, I see nothing but the random fractals of a selfish, queenless hive. Never looking, never stopping, never meeting. Wir entscheiden jetzt das Ding. Jetzt hör auf zu reden. I want to get home as fast as the next person. But is it my unwavering selflessness that allows others to go before me? Or the selfish knowledge that the last one will be the first off? Wir sind egoistisch, komm. Wir entscheiden jetzt ganz anders als vorher. I'm just gonna make sure it's me. Ich will andere Entscheidungen treffen. Irgendwie immer irgendwie anders. Like it or not, life's a sinister competition. So sieht's aus. Genau. Each with its own set of probabilities. All wind. Now that is an 80% chance. This is my train. 80%? Beeil dich, Digga. Excuse me. This train. Random variables. Never keine Zeit. Human factor. Keine Zeit. Bond Street. Steig ein. Bond Street. Ah. Platform, mate. Platform, please. Just through there. Thank you. Komm, steig ein, steig ein. Aber wann ist es zu spät? Late Shift. Ich will so viele Entscheidungen möglich wie möglich treffen, die wir noch nicht gehabt haben. Damit wir so viele irgendwie andere Videos haben. Einfach einen anderen Lauf der Geschichte. Die Frau, jetzt, die jetzt kommt, der gebe ich den Schlüssel, wenn sie kommt. Oh, geiler Wagen, Mann. Richtig geile Karre. Das ist aber eher so ein älteres Modell, oder was? Ich kenne mich nicht so aus, aber sah es ein bisschen älter aus. Ah, übernehmen wir mal die Nachtschicht für unseren alten Herrn hier. Der hat jetzt seine Pornos gelesen, sein Playboy, sein Hustler mal gesehen. Right. There's two cars out, the rest are logged. Should be a nice quiet night. Yeah, we'll do. Eine ruhige Nacht, hä? Wieso kommt er nicht eigentlich umgezogen zur Arbeit? Aber egal. Ah ne, er hat ja eigentlich nur sein Oberteil ausgezogen. Das ist ein Nachtwächter mit einer gepunkteten Krawatte. Sehr motiviert sieht er aus. Sehr motiviert. Er könnte irgendwann Mr. Olympia werden, wenn er will. Mit dieser Einstellung. And here they are. The most meaningful relationship I've ever had in my life. With a bunch of metal bimbos. Das heißt Bimbo? Look at you, my beauty. You could keep me in college for over a decade. Dann verkauf doch die Karre, Digga. Guck mal, wie der sich gerade aufgeilt. Oh Mann, wenn das mein Wagen wäre, aber ich bin ein verdammter Loser. Ich studiere lieber Mathematik. Dann kalkuliere ich für andere, wie die reich werden. Ah, here he is. Did you put all wrongdoers to flight? Halt die Fresse! I'll park the car for you. I'm not the driver, son. Der kriegt gleich einen Nackenklatscher, Mann. Do you beg your pardon, madam? No problem. No tip. Ich geb da gleich was, alle. Der kriegt gleich Trinkgeld hinten rein, Mann. So sieht's aus. Aber die mache ich mir noch klar. Keine Sorge, die Blonde gehört mir. Der alte Typ kriegt mich mal einen Harten, alle. Warum bin ich eigentlich gerade so irgendwie so ein bisschen aggressiv drauf, ne? Irgendwie. Sorry. Beruhig dich mal, was ist mit mir los? Ich bin irgendwie voll aggro gerade. Bisschen assi. Sorry. Aber ich muss auch mal ein bisschen Dampf ablassen, oder? Jetzt kommt die Blonde, die hat gemocht, wie ich drauf war. Ich nehme alles zurück, ich bleib assi. Hey. Forget something. Not exactly. I'm sorry about before. You know, just assuming like that. Oh, ignore him. He was being an asshole. Think your boyfriend's an asshole.
don't you? Warum bist du dann mit ihm zusammen? Does have a nice car. Deswegen. Nutte. What are you reading? Just a little bit of light study. Looks pretty heavy to me. Can I help you with something? I need a favor. Wenn du mir die Hose aufmachen willst, sag Bescheid. I have the keys to the Maserati. Ach so, das meinst du? Ich hab nichts gesagt. Of course he does. Krass. Okay, then you want my signing for it then? Okay, he doesn't know. It's egal. Story, I really need those keys. Na klar doch. It's just for tonight. I'll be back. Kein Problem. Gerne, hier. Okay. Good boy. Good boy. I'll owe you one. One what? One favor. How do I know you're good for your favors? You can bank my favors. Okay. Ich vertraue dir. Fuck. Oh, der guckt so verliebt. Sie hat ihn eben auch abgecheckt. Sie hat von unten nach oben ihn angeschaut. Beziehungsweise von oben nach unten. What? Ach, ist egal. It's nothing. Ist gar nichts, nix. Not a scratch, not a stain, nothing. Alright? You fiddle with your lipstick outside of the car and you wipe your shoes before you get in. Anything else? Yeah. You're back here by one. Not a minute later. Yes, sir. Und sag mir, dass du mich liebst. Bitte sag mir, dass du mich liebst. Ach, verdammt. War zu aufdringlich. Okay, jetzt ist dieser Typ darunter gekracht. Der hat die Kleinen. Ruf die Polizei! Eigentlich hingehen, aber ich will einfach andere Videos sehen. Ah, das Telefon ist tot! Krass! Geh raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir! Ah, das Pfefferspray hat er jetzt nicht eingesteckt, ne? Entschuldigen Sie bitte? Hallo? Können Sie bitte aufhören, die Waffe auf Sie zu richten? What for? Now! Muss ich herkommen? Nimm doch die Kleine und hau ab. Lass mich in Ruhe. What do you want from me? I want you to tie her up. Okay, komm. Und beim nächsten Mal drück mir nein. Dann schauen wir, was passiert. You open it up. She goes inside. You're out of your fucking mind! Fuck's sake! Ah, mein Schädel! Aber geil, dass wir andere Sachen hier rausgefunden haben. Now you get in the car. Ah, mein Kopf, Mann, musstest du mich gleich von hinten schlagen, Mann? Das ist mein Gehirn. Hey, Dickhead. Does it look like I can drive? Okay, der hat die Verletzung, wie immer. Die Verletzung ist immer gleich. That's exactly what you're gonna do. Gibt es einen anderen Weg? Immer, bis jetzt haben wir es immer das gleiche gehabt, dass wir ins Auto eingestiegen sind oder so. Beziehungsweise einmal weggerannt, aber der ist immer verletzt am Anfang. Der ist immer verletzt. Einmal sind wir komplett weggerannt, hat auch nichts genützt. Der ist uns hinterhergefahren. Oder sein Kumpel ist uns hinterhergefahren. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gucken wir mal, ob es einen anderen Weg jetzt gibt. Renn weg hatten wir schon. Fahr mal los. Und guck mal, ob wir dann was anderes finden können. Eine andere Lösung, Entscheidung. Aber es sieht schon geil aus. Die Lichter sehen schon geil aus. Diese Bremslichter. Geil, Karre. Aber schon ein kleines Auto, ne? Ist nur für zwei Personen. Ich würde mir sowas nicht kaufen. Auch wenn ich jetzt voll reich wäre. So I can go now, right? You stay right where you are. Look, I'm a fucking student. Okay, I've got no money. My family's got no money. I'm worth nothing to you. You're done now. Get in the house. Ach. Nö. Gates, no option. Wall, 90% chance I'll get shot. But he's injured. Make it 70. Chance he shoots in this neighborhood, though. 30% max. So the chance of taking a bullet is less than 21. Is it worth a try?
Nö. No way. Might as well play Russian Roulette. Ach so, ich wollte. Ach, Mann, ich hab's falsch verstanden wieder. Ah, falscher Knopf. Ich meinte eigentlich, dass ich wegrennen wollte. Sorry. Die Situation kennen wir. It's the night guard. What happened to your arm? Das ist unsere Freundin. Ich will mit ihr zusammenkommen. This is your idea of a slick operation. Dripping DNA all over the place, kidnapping the first innocent bystander. I got the card, didn't I? It's outside. Jesus Christ! Who the hell's gonna drive? Because you're clearly not. I'll be all right. Offener Bruch? Eklig, Mann. It has to be four people. There is no way you can manage the auction assistant and everyone downstairs on your own. I'm well aware of how many people it has to be. You have to call it off. Do you want to tell Mr. Wu that we missed the one chance to get our hands on his fucking rice ball? Because I don't. We have one window of opportunity and we're going to use it. Fine. How? Leave him to bleed. Need to make some calls and try and find a replacement in the next... Shit, in the next 30 minutes, call Danny if he doesn't pick up. Try and get hold of that, you know, Irish Pete. Ich melde mich freiwillig. What about him? Ja, ich bin dabei. Kein Problem. Let's put a bullet in him. I don't care. I'm not a murderer. I don't intend to start now. Pass me Diphenoxin and a couple of cable ties. Ich sag gar nichts. Bleib einfach stehen. Ich mach mit. Achso, er schleicht von selbst weg. Look, you said you wouldn't hurt me. No, I said I wouldn't kill you. That still leaves lots of painful options. Bleib ruhig, bleib ruhig. A couple of weird dreams. This will all be over. Jeff, no one's picking up. For Christ's sake! Krass, mit der Spritze war neu. Are you serious? Are you gonna go to the basement? We've got no idea who he is. After tonight, we're not gonna see him again. What difference does it make? The difference is this guy looks like trouble. Well, Mr. Wu is trouble, and we've made a deal with him we can't go back on. What do you say? I don't care who does what, as long as I get my cut. Ich bin dabei, Jungs, kein Problem. Okay, let's get set. So okay. The plan? This is what's gonna happen. I'll double up on Lee's position. And this guy, what's your name? Matt. Matt sticks with Mei Ling. You take up the slack. Super. Okay, we need to get moving. We need to be at the auction house before 9. Uh-huh, okay. You're joking. Are you joking? Are you joking? Shit. Ich will auf jeden Fall mit der zusammenkommen. Und ich will auch einmal mit der Blotten zusammenkommen. Mal schauen, was für Entscheidungen man treffen muss. Oder ob es überhaupt funktioniert. Ja, halt lieber die Klappe. Ich rede. Heute bin ich ein bisschen überheblich, Mann. Ich bin ein bisschen gereizt. Stress vom Arbeitsalltag, sorry. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Mystery Ladies and difficult choices. So much for the quiet night. Ruhiger Abend. Hab ein bisschen Stress bei der Arbeit, sorry Leute. Tell me what we're doing here. Nerve going already? I'd just like to be prepared, that's all. A very powerful Chinese clan called the Choys are here tonight to reacquire a porcelain ball that has been in the possession of their family for over 1,000 years. Reacquire? What went wrong? A careless business transaction. So we're here to help them get it back? We're here to stop them getting it back. Ach ja, und bei der Auktion lassen wir sie so viel bieten, wie sie will. I presume we're not buying it. What do you think? Great. You know, I gave up stealing a long time ago. To do what? To study. Then tonight's your lucky night. How do you work that out? Because the only thing studying will get you is unemployment. Failed education is still no excuse for stealing, you know. We're stealing from people who are prepared to spend millions on a piece of pottery when there are far more worthy causes in the world. What on your worthy cause are you? Tonight I am. Stimme zu. Ah, sorry. Yeah, I guess you could see it that way. You know, maybe you got a point about relieving some of these people of a sliver of their money. Oh, wie die mich angeguckt hat. Hey, vielleicht komme ich mit ihr und mit der Blonde zusammen. Also, Matt. Welcome to Haynesworth. The second part of the auction has just begun. Thank you. Ich spiele nur ein bisschen Tischtennis, aber die Belege sind nicht dran.
Müssen wir neu belegen. 9:20, thank you. I see you. 9:30, again to my left. 9:40, do I hear 9:40? 9:40, thank you, sir. Looking for 9:50. 9:50 to my left. Do I hear 9:60? Hello. Fair warning, I'm selling. 9:50 once, 9:50 twice. Sold for £950,000. This marvelous 12th century cabinet with its hidden compartment, which is so viel ist sie auch wert. Just try to keep your powder dry. I'm sorry, if I had that kind of money, I wouldn't spend it on a fucking sideboard. Entschuldigen Sie bitte. So we come to what I feel must be the highlight of our sale this evening, lot 247. And to introduce it, first I'd like to pass you over. Der Typ ist doch ein Dieb. Miss Katie Tran. Katie. Die Reisschale kommt doch später in die Kommode rein. Diese Reisschale, dieser Franzose hat es dann geklaut. Haben wir alles durch, aber jetzt schauen wir mal. Is an absolutely exquisite example of late Ming Dynasty porcelain. Downstairs now, mate. Is the ball there? One of only three simply beautiful pieces remaining examples. Okay, great. Of the red phoenix pattern known to be in existence. Ich fasse das Ding, mich schlaucht es, dass sie das nicht mit Handschuhen anfasst. It is a truly exceptional piece, the sale of which cannot be passed without remarking that its owner, Mr. Samuel Parr, who is far too modest to mention it himself, has agreed to donate 50% of the sale proceeds to the Chinese Art Restoration Fund. Yeah, but he can't afford it. What did we say about not talking? And so, we shall begin the selling. Thank you, Katie. Thank you, Sebastian. And I would like to start the bidding, please, at £2 million. Thank you, madam. £2 million I have to my left. Three I'm looking for. Do I hear three? Three at the back. Thank you, sir. Do I hear four? Four. Here. Four to the here. Thank you, madam. Four I'm what bidding. The fuck are you doing? Do I hear five? Yeah, what the fuck are you doing? Five you get 20% of the sale price, don't we? On the phone. Five I have. Do I hear six? Sie ist clever. Six to my right. Thank you. Sie ist richtig clever. Do I now hear seven? Seven I have. Ooh, seven. Seven. Do I hear eight? Eight I'm looking for. Eight with you, sir. It's your bid. Looking for nine. Matt, stop her. Nö. Do I hear nine? Wir lassen sie mal. Nine. Nächster. Nine. Mach ruhig. Lady. Thank you, madam. I'm looking for 9-5, ladies and gentlemen. 9-5. 9-5. 9-5 to my right. So do I hear 10? Matt, stop this. Don't talk to him, talk to me. We're looking to break 10. Thank you, madam. Are you out of your fucking 10 we mind? Have. We are at 8 figures in the room, ladies and gentlemen. 10 is your bid, madam. It's against you now, sir. So do I hear 10-5? You are so getting lumbered with this. 10-5. 10-5 I have. Thank you. Now do I hear 11? 11 I have with the lady. Again, thank you, madam. 11, it's your bid, madam. Yeah, gut feeling. 11, so. Because you know, price we have 11-5. Logarithmic curve, derivative. 11-5. Blah, 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 blah. 11, madam. 11-5. Trust me. 11-5. 11-5 I have. Thank you very much, sir. 11-5, it's your bid. It's against you now, madam. It's against you, sir. 11-5. 11-5 with you, sir. Fair warning. I'm selling. Komm schon. 11-5 lass sie. Once. 11-5 twice. 12 million I have. Thank you, madam. Was? Ja, das sind wir. Scheiße, was? 12-5 I'm looking for. 12-5. It's your bid at 12, madam. Looking for 12-5. 12-5. Und? Macht er? 12-5 I have to my right. Thank you, sir. 12-5. So do I hear 13? It's against you now, madam. 12-5. Are we all out? At 12-5, fair warning. I'm selling. Macht sie was? 12-5 once. 12-5 twice.
Komm, gib ihm die Schüssel. Oh, ich freue mich schon drauf, draußen Cornflakes zu essen. Juhu. You see, the wall doesn't turn on mathematics, you know. Yeah, well, mine does. Well, maybe that's your problem. Right now, you're my bloody problem. A problem that just increased your cut by about 25%? Now that's mathematics. Der hat sich voll in die Hose geschissen. Alright, where to? The basement. Jeffrey's going to call the lift from downstairs. Okay, and then? Then you're going to take out the security guard. I'm sorry, I'm gonna do what? Just follow Jeffrey's instructions, darling. We're a couple, remember? So what do I ich do? Mach, was du sagst. Do I play along and try and get out of this later? Ja, komm, spiel mit. Or do I try and stop this little crime wave dead in its tracks? Befolge den Plan. Mal schauen, was passiert. Beim ersten Durchlauf haben wir es ja versucht aufzuhalten, beim zweiten auch irgendwie. Und beim dritten Durchlauf machen wir einfach mal mit. Das ist ja unser Partner, oder? Hello, me. Der Typ ist geschlaucht, weil die so viel geboten hat. Aber wir haben es ja gepackt am Ende, oder? Bleib ganz ruhig. Wait here. When Simon gives the word, move out to the middle of the corridor and wait for the guard to come to you. Just say you got lost looking for the box. Simon, freeze the guard's image. He's not gonna believe that. I'll handle that. Und? Ready? Yeah, ready. Go. Ich bin bereit. Alert the guard or let this play out. I might not get another chance. Komm, spiel mit, Digga. Oh, ich hab jetzt auch Bock auf so einen Toast. Käse-Sandwich. Stop right there, Chef. This is a restricted area. Man redet nicht mit offenem Mund. I got lost coming out the lift. No, this floor was staff only. Oh, I was looking for the toilet. No, you wouldn't have come down here unless you meant to. Direkt. Ja, übertreib doch nicht, Mann. Warum kann man den nicht einfach fesseln? Der Typ ist doch ein Dieb. Der ist ein Dieb. Tu es. Nimm den Wagen. Dieser Sebastian ist eh. Oder Sebastian. Der ist doch eh ein Dieb. Er übertreibt ein bisschen, aber na gut. Ist halt seine Methode. Der ist eh ein Krimineller. Sind eh alle verrückt. Ja, okay, reicht jetzt. Sebastian, dann werden wir wahrscheinlich später eh noch mal im Krankenhaus besuchen müssen. Außer die Geschichte läuft ein bisschen anders als sonst. Im ersten Durchlauf war es ja so, da haben wir ihn im Krankenhaus besucht, wegen der Schüssel. Das ist ja die falsche. Das ist ja eine Fälschung. Das haben wir im ersten Durchlauf herausgefunden. Ja, komm, Matt. Mach mit, Digga. Simon, we're at the door. Okay, you have to enter both codes simultaneously. Got it? Okay, timing is key here. The left keypad is 309220. 309220. Right code and I'm good. On the right keypad, enter this. 085209, okay? Got it. Gib mir richtig ein. Und? Got it, we're in. Jackpot. Thanks, mate. I'll take him with you. Simon, I'll come to the front to get you. Okay, dann hauen wir mal ab hier. Läuft alles nach Plan. Yeah, Mann, lass die Felgen cruisen. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wuhu! Yeeha! Arriba, ai, ai, ai! Oh, I did not expect this to go that smoothly. Lief doch alles nach Plan, ich bin doch Mathe-Genie, wäscht. Mach dir keine Sorgen, Meiling, gib 5. Der fühlt sich gut. Have thought you'd live up to the task. Ich dich auch. Thanks, I guess.
And as far as I can see, you're beginning to like playing this game. Ja, ein bisschen. Ja, da hast du absolut recht. Komm, lass uns jetzt auch die Bank ausrauben. Du weißt doch, Meiling, später gehen wir noch ins Hotel. Du weißt schon, was wir dann tun. Da kannst du meine Wäsche waschen. Genau das habe ich gemeint. Okay, ich glaube, gleich kommen wir zum Umschlagpunkt. Dann wird zum Bus gewechselt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah ja, genau. Okay. Ja genau, jetzt kommen wir zum Bus. We have it. Thank fuck for that. Let's just get out of here. Okay. Gleich werden alle sterben, ne? Außer wir beide. Nothing here. Nothing there. Ladies and gentlemen, we are back in society. Let me see it. I want to see the bolt. Just wait. This thing stays in the bag until we get to Wu's place and he turns it into money. Too fucking right. You gotta take a left. Some shortage high street. Hong Kong City restaurant. Sounds classy. What are we gonna do about this comedian? Give him to me. I'll pop. Whoa, hold on. Huh? Not here. Just keep him quiet until we get rid of this bowl. Jeffrey, you're not serious. There should be some gaffer tape in the back somewhere. Look out! Aber jetzt mal im Ernst, welcher Idiot? Jetzt mal im Ernst. Welcher Idiot fährt beim dreht sich so zurück beim Autofahren? Also sorry. Ich hätte dir niemals einen Führerschein gegeben, wenn ich ein Prüfer wäre. Okay, ich stehe auf langsam und dann gucken wir mal. Meiling. Okay, das ist die gleiche Szene wie sonst. Okay, there's petrol, look, we gotta get out. Right? Okay. Fuck. Krass, sind alle tot. Ah. Manche Punkte sind komplett gleich, komplett linear. Aber ist schon okay. Diese Szene hatten wir ja schon. Jetzt verschwinden wir zusammen irgendwie. Ich will, dass wir zusammen verschwinden. Nimm die Schüssel, genau. Aber wieder gleich intuitiv diese Schüssel nimmt oder diese Tasche da, wo alles drin ist. What about the others? All the dead. They're all dead. Come on. Alles okay? Sie hat wahrscheinlich ein Schleudertrauma. Komm, beeil dich, bevor der Wagen explodiert. Da ist die Schüssel. Da ist noch ein Reiskorn drin, sehe ich gerade. We need to get away from here. Where are we going? Wir gehen zu Mr. Wu. We're gonna take this bowl to Wu's to finish what you started. To Mr. Wu's? Yeah, well, that was the plan, wasn't it? Oder willst du zur Polizei gehen? What do you want to do, Mei Ling? Do you want to stay here? Mei Ling! Komm schon! Steh auf jetzt! Überzeuge sie! Willst du in den Knast? Look at me. You can't not decide, okay? You have to do something. Nimm sie mit! Oh, look, come the fuck on, okay? We've got to go. Oder willst du jetzt für immer in deinem Leben im Knast verbringen? Okay. Auf jeden Fall sind wir weg vom Tatort. Beziehungsweise vom Unfallort. Oh, was ist denn los? Tut dir der Knöchel weh? Soll ich mal pusten? Ging der eigentlich auch zur Auktion mit diesen Schuhen? Oder hatte die auch High Heels an? Und hat danach die Schuhe gewechselt? Das interessiert mich jetzt gerade.
Ah, ein bisschen chinesisch essen hätte ich auch Bock. So gebratene Nudeln. So mit Hühnerfleisch. Mit ein bisschen Gemüse. Welcome to Hong Kong City. Was geht ab? Danke. We're here to see someone. Table for four. Four on me, please. It's going well. Excuse me. We don't want to eat. No problem. Bar this way. Follow me, please. No. Mate. We want to see the manager. You want to see the manager? Want to see the manager. You're not even eating? No. Your health inspector? No. Look, is Mr. Wu here? Mr. Wu? Mr. Wu, yeah. Never heard of Mr. Wu. Well, how about the Queen, mate? You heard of her? Memory clearing. You listen to me. Tell Mr. Wu that Mei Ling and Jeffrey are here to see him. You tell him right now, or you can pay the consequences. Okay. Oh. You, wait here. Ein verbaler Arschtritt. Ja, nimm mal einen Glückskeks. Ich nehme immer Glückskekse, wenn ich beim Chinesen bin. Und was steht da drin? Sie werden morgen sterben. Fortune does not come twice. Misfortune does not come alone. I didn't know any better. I say you picked that one on purpose. What does yours say? Die Kekse essen aber schmecken aber auch gut. Ess aber auch die Kekse. Und was steht drin? Not telling. For me, please. Tell me. No. Sonst geht er nicht in Erfüllung. Oder sonst geht er in Erfüllung. Wie auch immer, man es drehen will. Kudai war ja ganz jung jetzt und er ging. Atam. Kudai. Immer die Triaden. Ah. Ja, okay. Die machen uns nichts. Noch nicht. What's your business? Wir haben was für die. Ein kleines Geschäft. Hä? Weißt du, was das ist? Losai, ni komm mit chai ka go un. Du weißt, was das ist. Business? Because we had a deal. I made no such deal. I have never seen you before. Look, the man who made the deal is dead, okay? That's why we brought you your ball. My ball? Atam. Chen Beijo, yeah? Fuck. Komm schon, Mei Ling. Sag was. Managing to steal that ball. It's quite impressive. But choosing to steal it in the first place. It's nothing short of insanity. We stole this for you. I gave no such order. Not to you or anyone else. What? What? To steal that ball is not only madness. It is also suicide. Ja, wieso gibt er dann den Auftrag? The Choi family. Possession of that ball is a question of honor. Ja, verkauft die Ehre. Wars for it. Its price. It's beyond measure. Ja, was soll ich jetzt machen? I know how much they paid for it tonight. And I do not intend to add my life to the bill. Now get out! Ich glaube ihm. Weil ich weiß ja, was passiert ist. The choice catch you with it. You are dead. Ich hab's gesehen. Mei Ling ist tot. You are dead. If you bring it back here, you are dead. Guter Schauspieler. Er spielt es wirklich gut. Doesn't really answer my question now, does it? Not my problem. Atam. Go on, Cordae Tohoi.
Okay. Goodbye. We will not meet again. Okay. Heißt es jetzt, dass er nicht sterben wird? Weil beim ersten Durchlauf ist er ja gestorben. Also getötet worden von den Choice. Jetzt schauen wir mal, was machen wir jetzt. Okay, Mailing. Sag mal was. Sag mal A. Da steht die Schüssel, willst du nicht verkaufen. Sag. Okay, wahrscheinlich, weil er ihm geglaubt hat. Did you know about the choice? How dangerous they are? Ah, sie wusste es. You knew everything Wu just told us, and yet you still bid against them and stole their damn bowl. This doesn't really help us, does it? It was the choice that ran us off the road. We need a plan. Jetzt brauchen wir einen Plan. Wieso nicht vorher schon? Hiding until we come up with one. I know a place. Okay. Ich vertraue dir. Okay. Okay. Schauen wir mal. Oh, wie praktisch, dass hier jetzt sofort auf einmal ein Taxi kommt. Schön wäre es, wenn es auch in Deutschland so wäre. Okay. Aber geile Karre gerade gewesen. So richtig oldschool. Das sind so die englischen Taxis und so. Ah, sie hat ihn gerade wieder abgecheckt irgendwie. Wir halten zusammen, Meiling. Zusammen sind wir stärker als alleine. Ich vertraue dir. Vertrau auch du mir. Und öffne meine Hose. One double room, please. Name? Smith? Smith? Müller, Müller. In Deutschland hätten wir einfach den Namen Müller gewählt. Smith. Absoluter Standardname. Hat funktioniert. Okay, das mit den Koffern war auch damals schon. Okay. Was kommt jetzt in den Nachrichten? Did you believe Wu? They knew nothing about the job. They looked convincing, didn't they? Yeah, that's not what I asked you. Komm schon, red mit mir. I don't know. I thought we were delivering the ball for 20% job done. I should be back at home by now, soaking in the bath. Shit. What? There's no bath. Somebody must want this thing. Why has no one tried to contact us? Is there any way we can get to just phone messages? Or what about that place in Chelsea? Maybe they've tried to contact us there. Just shut up, could you? Komm, küsse sie. Beim ersten Teil haben wir noch zurückgezogen. Jetzt ziehen wir komplett mit. Lassen wir sie mal alleine. Was? Which had just been auctioned for the reported value of £10 million. The criminals left the location in two high-performance sports cars and subsequently disappeared. Though an explosion involving a third vehicle, which occurred 20 minutes later, beneath this flyover near Shepherd's Bush, is also thought to be linked to the robbery. How the hell do they know that? An explosion which completely destroyed the vehicle is... Do you think the choice will believe the ball's history? Your choice are worse. Das ist 100% er. Harold, der war doch der Verräter auch. Ah! Die haben ihn trotzdem getötet.
krass, die haben ihn einfach getötet. Ich hab gedacht, diesmal töten die ihn nicht. Wow, okay. Frag nach. Sie weiß, dass das Ding gefälscht ist. Sie weiß, dass es gefälscht ist. Sag es. Sag es. Sag doch, dass es gefälscht ist, damit er Bescheid weiß. Oh Mann, jetzt kommt wieder Triaden hier. Öffne das Fenster. Zerbrich das Fenster. Komm schon, mach schneller. Schneller. Oh, stabil. Sehr gut. Zum Glück ist das Fenster kaputt gemacht. Es wäre teurer zu ersetzen. Das Glas wäre teurer zu ersetzen gewesen als nur das Schloss. Oh, nicht umknicken, Leute. Passt auf. Okay, sehr gut. Super. War ein witziger Schnitt gerade. Oh, Mann. Ich vertraue ihr. Lauf, 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 lauf mit. Krass, die ist diesmal zerbrochen. Krass. Oh Mann, die rennen aber nicht wirklich weg hier. Würden da irgendwelche Typen mit Waffen rumlaufen, würde ich wegrennen. I cannot believe you just did that. After everything we've been through tonight, you destroy the ball just like that. Just stop, will you? When they find us, they're gonna fucking kill us. It's not that simple. Yeah, with you it never is. Just stop. I can explain. Inside. Okay. You destroyed the one thing that was keeping us alive. The one thing! Why would you do that? It's total madness, tell me why. Sag es. Meiling! I'm so what? The ball's fake. Then where's the real one? I don't know. Then how did you know it was a fake? Because I'm the one who forged it. Das wusste ich jetzt nicht. I'm sorry, Matt. I didn't know the implications. I was like to just like you. Fuck me. We can still get the real one back and trade it for our lives. But I need your help to get it. Please. You have to trust me. Trust you? Oh, I'm sorry. Am I hearing you right now? Komm, wir vertrauen ihr. Wir sind hier schon so viel durchgegangen. Okay. Okay, but these are my conditions. Firstly, you tell me everything you know, the whole story. And if I find out you've left out even the slightest detail, I am fucking gone. Secondly, from now on, we do things my way. Okay, I make the decisions and you agree with them. Agreed. Correct answer. Widerwillig stimmt sie zu. I start talking. I need the money. Yeah, don't we all? Who paid you? Samuel Parr. Okay. Wait, Parr. Was selling the bowl. He couldn't part with it, but he knew the choice will never let him keep it. So he had you forge a copy to sell to the choice? To keep for himself. You didn't believe that now, did you? I believe in the good in people. Oh, don't give me this bullshit. Komm schon. Where's the original now? Sie weiß es. Oh, come on, okay. What do you take me for? I only realized at the hotel we stole the copy. I didn't know the two jobs were connected. Hey, das ging von selbst weg. I'm sorry, I didn't tell you earlier. Ja, okay. But you'll still help me. Ich helf dir. No, mate. This is over.
You've got no idea where the original is, have you? Hey, ich hab gesagt, ich helfe ihr. Now the Troys think you destroyed the real thing. So, the only thing that we can do is go our separate ways as fast as we can. Do you think your percentages can help you? It's people that count, not numbers. Ich hab doch gesagt, ich helfe ihr. Can I count on you? Yeah, you can. Ja komm, lass zusammenarbeiten. Okay. Fair enough. Okay, I can see that Paul must somehow be involved. But why the theft if he could just sell the copy? He couldn't just sell it. At Hainsworth, they would have found out. Look, you can paint it perfect all you like, but you just can't fake the age of porcelain. Okay. Dating is based on an effect called thermoluminescence. Oh my, jetzt kommen solche Wörter. Yeah, it is a process to determine when the porcelain was fired. Like in a burning vehicle, you mean? Oh, fuck me. You mean? I don't know. You tell me. Hä? Oh my god. If the forgery was retrieved from the van after the accident, it would have been indistinguishable from the original. After the accident? It was no accident, was it? That must have been part of Pa's plan. 100 pro. Come on, let's get out of here. Where are we going? To Pa's. Aber krass, dass es eben so gehangen hat mit den Entscheidungen. Regret this. I won't let him get away with it. Beating him up won't solve our problem. Well, it's a start. Matt. Matt, you're not serious. Mann, immer wenn ich so Autolichter sehe, denke ich, dass uns jemand verfolgt. Ist es sogar jemand? Das sind die Bullen, oder? Ja, jo. Ah, jetzt kommen diese Schlägereien da. They won't touch us. They won't touch you, you mean? We don't really have much choice. Yeah, well, my father's told me one thing. It's in a situation like this, you're best off smacking the biggest guy right in the face before he does. Come on, you didn't believe that. Hey, you. Was ist? Keep your hands off me. Small boy looking for a fight. Ich geb dir einen auf die Fresse, Mann. Boom! Dreht ihm in die Fresse, Mann! Ich hab's nicht ernst gemeint! Ich hab's nicht ernst gemeint! Fuck off, yeah? What big don't you understand? Warte, Meiling, was los, Mann? Man, piss off! It's not worth it, it's not worth it, it's over. Fucking pricks! Ah, es ist Meiling abgehauen! Oh, verdammt! Oh, jetzt ist die weg. Das wollte ich nicht. Ich wollte mit dir zusammenbleiben. Yeah, where the hell are you? Oh Mann. Jetzt hab ich's verkackt. Jetzt hab ich's verkackt. Krass. Ich hätte auf sie hören müssen. Jetzt bin ich wieder alleine. I can't leave her to die. How could I live with that? No, she says Pa's fucked us. So let's pay this guy a visit. Genau, gehen wir direkt zu Pa. Oh, hoffentlich passiert jetzt Meiling nichts. Beim ersten Durchlauf haben die getötet, Mann. Ah, Mann, eine falsche Entscheidung. Geil, krass irgendwie, Alter. Irgendwie geil, eine falsche Entscheidung. Hätte ich mich mit denen nicht gekloppt, wäre ich mit Meiling weitergeblieben. Dann hätten wir zusammen nach einer Lösung gefunden. Aber so? Okay, gehen wir zu Pa. Es ist wieder morgens, so wie beim ersten Durchlauf. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht getötet werden. Und wir müssen Meiling irgendwie retten. Ich weiß aber nicht wie. Schauen wir mal. Wir versuchen rational zu handeln. Aber wir wissen auch, dass Par in seinem Safe eine Knarre hat. Nicht, dass er uns dann erschießt oder so. Da müssen wir wirklich aufpassen. Wir müssen ihn irgendwie einschüchtern oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Einfach dafür sorgen, dass er uns nicht angreift. Und Sebastian haben wir auch gar nicht besucht, ne? Der hat ja, da weiß... Das Ding ist ja in der Kommode drin, das wissen wir ja. Die Schüssel ist ja in der Kommode, die Reisschüssel.
Jetzt kommt die Haushälterin wahrscheinlich. Hallo? Morgen. Samuel Parr? Mr. Parr does not receive guests before 10 o'clock. I want to see him, and I want to see him right now. Wait here. Mr. Parr? Mr. Parr, this man says that he has... Thank you, Willa. I'll take my tea in the study today. Okay, da weiß Bescheid. You intrude at the crack of dawn, my friend. I assume it's urgent. I want the original. Original of what? You know what I'm talking about. Do enlighten me. The rice bowl. The fucking rice bowl. If you're referring to the rice bowl that was stolen from Hainsworth last night, that piece is gone. Lost forever, I fear. That's not true, though, is it? No. Because what was stolen was a copy. The original is safe and in your possession. And you are? Matt. You can call me Matt. Well, Mr. Matt. How did you come by this extraordinary theory? I know that Mailing forged a copy for you, and you organized the robbery. And you have proof to back up this outrageous slander? I don't need proof, mate. We're not in court, are we? I know what I know, yeah? That you fucked up my life for a piece of fucking pottery! Language, dear boy. Don't get confused. Are we going to discuss this sensibly or not? I think perhaps we should discuss it with the police. What do you say to that? Do you have any idea how much that cost? I don't know, mate. As much as this one? Wait. All right. Mach noch eins kaputt. Noch eins. In my study. Yeah. Lead on. Ja, geh mal voraus, aber bitte nicht furzen. Immer die Leute mit dem Morgenmantel. Ich habe noch nie einen Morgenmantel irgendwie angehabt. Ich schlafe immer mit Jogginghose. Where's the bowl? I don't know. Since it was stolen, I've lost track. That's a lie. It's the truth. I'm not leaving here without that fucking bowl. I don't know where it is. Gib ihm eine. I will destroy everything in here. Gib ihm eine. Mr. Parr, is everything all right? It's fine, Ulla. Everything is fine. Ja, Mann. Ich soll lieber mal weggehen. I will fuck up everything. I need that bowl. People's lives depend on it. I don't think you'd go that far. Neither did I till I got here. But where's the line? How far will I go? Versuch erstmal mit Einschüchterung. Get on your knees. Oh, for the love of God, I'm an old man. Get on your fucking knees. All right, all right. The bowl is here. I collected the chest last night. Show it to me. Ah, okay, ohne auf ihn einzuschlagen geht's auch. Aber nicht, dass er mich jetzt hier... Warte mal, da ist so das Ding. Stopp ihn. Da ist die Waffe drin. Wait. I'll do it. You don't know the code. You tell it to me. Ja, gib mir. 7-9-19-0-1. Aha. So it's like that now, is it? Yeah. I'm just going to give it to you, just like that. Yeah. Yeah, I think that's exactly what you're going to do. The bowl's not here. Then where is it? It's not here. Ach, komm, red doch endlich. Don't shoot. It isn't here. It's still at Hainsworth's. You said you picked it up last night. I couldn't get it. Not with the police there. It's still in the vault. Then when's it being delivered? When? Why would I tell you? Ach komm schon, mach doch jetzt einfach. Okay. Then we'll wait here. Together with the choice. No, wait. What? Keep me out of this. I'll give you £1,000,000 if you keep my involvement from the choice. You can take £100,000 right now, right out of the safe. Rest later. £1,000,000? Nee. What? And you get scot-free, do you? Scot-free. Nee, die Choice töten uns. Und außerdem haben die Mai Ling. Ich kann das Risiko nicht eingehen. No, I don't think so, Mr. Parr. There are some things in life your money can't buy. And I'm one of them. Who are you calling? Sit down. Okay, bitte. Hauptsache, Mai Ling ist nicht tot. The ball's been delivered to Samuel Parr's house. When? Sometime today, I don't know. The girl dies in 1 hour. No. You have to keep her alive. You have to believe me. Okay.
No, no, listen, yeah. Hello? Chinese fuckers. Just because they owned it once, it's theirs forever. Oh man, Park kann man auch nicht vertrauen. Die sind doch alles Mörder, Mann. Das sind alles Verräter, Mann. Das sind alles Soziopathen. Sie gehen über Leichen. Who are you? Ich bin doch nur ein Park Typ vom... Ja? Ich hab doch nur die Nachtschicht übernommen. Krass, Mann, wie geht's jetzt weiter? So schnell schicken die Leute, oder was? Ah, ist es die Schüssel? Okay, 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 okay. Schon verstanden. Komm schon, ist die Schüssel drin? Da ist die Schüssel. Okay, bitte gib mir Meiling. Und? Und? What are you gonna do with me? Not we decide. Was ist mit Meiling? We don't know. Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott, was war das? Was ist das für ein Auto, Mann? G-Klasse, gell? Richtig krass. Geh zu den Choice. Wir müssen Meiling retten, Mann. Bitte. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nicht auf Meiling gehört, als ich den Typen zusammengeklatscht habe. Und soll die jetzt deswegen sterben, oder was? Bitte. Der eine läuft mich schon hinterher, geht mich schon hinterher. Die anderen gucken mich auch schon an. Oh. Leute. Guten Morgen. Bitte gib mir einfach nur Meiling. Ich werde gerade voll nervös. Mein Magen tut weh. Joyce, du hast die Schüssel. We investigate a matter with Mr. Paul himself. Okay, okay, aber bitte. Meiling. Mehr will ich nicht. Are we free to go? Room 731. Oh Mann, nicht, dass es so wie beim ersten Durchlauf ist. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. What did he say? Goodbye. Oh Mann, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh, ich bin gerade voll aufgeregt. Bitte, bitte, bitte. Bitte nichts Schlimmes, bitte! Komm schon. Komm schon, Matt. Ich hab grad das Mikrofon voll angespuckt. Oh mein Gott! Wieder das Gleiche! Alter, jetzt hat er Blut an den Händen, wie beim ersten Durchlauf. Und jetzt fasst er die Waffe an. Eieieiei. Alter. Meiling. Sag wenigstens, dass ich es nicht war, bevor du stirbst. Ach. Und wieder ist sie gestorben und wir sind festgenommen worden. Eine kleine Fehlentscheidung. Alter! Okay. Directed by Tobias Weber. Okay. Scheibengleister. Ich versuche noch einen vierten Durchlauf. Ich will irgendwie es packen. Irgendwie muss man es doch packen. Okay. Gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht erledigt. Und beim nächsten Let's Play, beim nächsten Video geht's weiter. Und beim nächsten Durchlauf geht's weiter. Macht's gut. Ciao.